Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg magischer Mitstreiter, oder genauer gesagt hier um Minixis, welche sich im Gebiet Argus befinden, und zwar bei 7673, und zwar hier im Gebiet die Antorische Ödnis. Speziell an Minixis ist, dass er sich auf einer kleinen Plattform befindet, und diese Plattform ist nur über eine kleine Brücke zu erreichen, und die ist etwa bei 7664. Dort einfach auflaufen und dann rechts halten, dann sollte man Minixis relativ schnell finden. Das einzige, was hier danach noch erschwert ist, ist halt einfach der Weg dahin, denn das Problem ist, überall sind noch ein paar Elite-Gegner und andere Gegner, und die muss man entweder besiegen oder sich durchsterben lassen oder halt einfach verstollen, wie ich jetzt, einfach durchlaufen, um halt einfach, ja, sag ich mal, den Weg so kurz wie möglich zu halten. Aber ja, das gehen wir mal zum Team, um den zu besiegen. Mini-Willensbrecher hier mit Mana Vogue, Innere Vision und Lebensaustausch. Dann das Höllchen, hier ist der Breed egal. Egal, ob ihr jetzt den Wächter-Breed habt oder irgendwie Zerstörungsbreed, es sollte eigentlich überall ein wenig gleich laufen. Denn man sollte eigentlich mit allen Breeds schneller sein als der Gegner, also eben da müsst ihr eigentlich keine Angst haben. Hier einfach mit Entzünden, zusätzlicher Beschlag und Explodieren arbeiten. Und dann kommt noch ein Wirmling, am besten hier mit Schlag, Hagel, Magie, Verstärkung und Abwehr. An dieser Stelle kann man auch einen der anderen drei Mana-Wirmlinge nehmen, der ist ja mittlerweile neu dazugekommen, den habe ich noch nicht in Blau. Aber der ist im neuen Gebiet McGarry zu fangen, und deshalb denke ich mal wieder eine schöne Möglichkeit, ein Pet schnell zu bekommen auf Level 23. Und ja, dann beginnen wir gleich einmal den Kampf. Und hier einmal passen, da wir eh nicht sterben können und da Lebensaustausch eben zu früh eingesetzt wäre, da deshalb lieber einmal passen und dann erst Lebensaustausch, denn damit können wir halt Minixis schon ein bisschen Schaden zufügen. Der Gegner muss sich noch erholen und wir können in der Vision einsetzen und dann die Mana Woge. Hier ist es so, weil die Range von Mana Woge ein bisschen da ist, kann es ab und zu sein, dass halt Minixis ein bisschen mehr Leben hat, ab und zu mal weniger. Im Normalfall ist es so, dass es so im 50% Bereich ist, also ich habe ihn schon einmal auf 900 gebracht, aber er kann auch mit 1200 noch besiegt werden, also da müsst ihr nicht unbedingt große Angst haben, weil Mana Wyrmling zum Schluss sollte noch ein paar Runden zur Verfügung haben, um halt mit Schlaghagel noch den Rest zu geben. Dann, wenn der Mini-Willensbrecher getötet wurde, Höllchen rein, an dieser Stelle gleich einmal Entzünden einsetzen. Und dann den zusätzlichen Beschlag. Hier ist es einfach so, es wird relativ knapp sein an dieser Stelle, aber mit dem Höllchen, der am wenigsten HP hat, also mit 1400, sollte man trotzdem auch überleben. Also ihr seht dann auch gleich, was ich damit meine. Denn an dieser Stelle wirkt jetzt dann gleich wieder der magische Buff. Und ihr seht, es ist relativ knapp gewesen, aber der Teufelsfeuerbrand macht nicht genug Schaden, um halt Höllchen zu töten. Also sollte eigentlich der mindeste Breed von Höllchen sollte da irgendwie etwas mit 60 noch übrig haben oder ein bisschen mehr. Also sollte eigentlich nicht so sein, dass das Höllchen hier an dieser Stelle stirbt. Dann am besten hier noch einmal Entzünden einsetzen oder halt explodieren, ist eigentlich euch überlassen, sage ich mal. Aber am besten würde ich doch hier mit Explodieren weiterkämpfen, weil das halt ja, am besten in die Rotation hineinpasst, denn danach kann halt einfach der Mana-Wirmling noch ein bisschen Schaden anrichten. Ja, an dieser Stelle eben explodieren, denn das bewegt teilweise eben so, dass dieser Entzünden hier Minixis tötet. Jetzt ist gerade gecrittet, aber es sollte eigentlich auch so passieren, falls es nicht gecrittet hätte. Das ist halt einfach so, dass Minixis, falls halt eben diese Mana-Woge ab und zu die tiefe Range erwischt, kann es natürlich sein, dass Minixis da noch nicht gestorben wäre. Was noch nicht allzu schlimm ist, denn wir haben ja noch Entzünden drauf, das macht auch noch relativ guten Schaden, aber es könnte ab und zu sein, dass Minixis halt hier an dieser Stelle noch in der normalen Phase ist. Da hättet ihr halt einfach mit dem Mana-Wirmling einmal Schlaghagel einsetzen müssen und da wäre natürlich auch in der mechanischen Phase. Und das ist das Einzige, was hier ab und zu sich ändert, sage ich mal. Also es ist nicht irgendwie matchentscheidend, ob jetzt dieser überlebt oder nicht. Es sollte eigentlich bei beiden Fällen relativ gut ausgehen für uns. An dieser Stelle, weil der Gegner halt sich jetzt nach der Kanone erholen muss, einfach hier Schlaghagel einsetzen. Der Gegner erholt sich immer noch, hier am besten wieder Schlaghagel einsetzen. Und eigentlich hätte man noch zwei Runden übrig gehabt, weil der Gegner kann uns jetzt nicht wirklich sehr viel Schaden anrichten, weil wir ein magisches Pet sind.
Zudem könntet ihr auch noch mit der Abwehr ein wenig arbeiten, wenn der irgendwie den Laser einsetzt. Also eben, man hat eigentlich noch große Möglichkeiten, den Kampf noch ein bisschen in die Länge zu ziehen, falls irgendwie in die Gefahr läuft, irgendwie, ja, sag ich mal, zu verlieren fast. Aber im Normalfall sollte Mana Wyrmling eigentlich den Rest erledigen können. Aber es ist halt einfach an bestimmten Punkten relativ knapp. Aber das habe ich jetzt halt einfach irgendwie so nehmen müssen, sag ich mal, weil es keine andere Möglichkeit jetzt in meinen Augen gab, jetzt mit solchen normalen Pets in meinen Augen, die ich halt immer wieder mal verwende, halt zu bekämpfen. Ja, das war's dann für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diese Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!